Guten Abend, geschätzte Damen und Herren. Es freut mich sehr, dass Sie schon so zahlreich erschienen sind zu dieser kleinen Einführung. Was Sie heute hören, ist nicht nur ein hoffentlich spannender Kampf zwischen Individuum und Kollektiv, sondern es ist irgendwie auch, nebst einem Stück Musik, ist auch ein Stück Leben von mir drin, ohne aber deswegen autobiografische Züge zu haben. Ich hoffe nicht, dass mein Leben so Ups und Downs hat wie dieses Konzert. Das Individuum tastet sich vor und dann langsam erscheint quasi eine Umgebung. Und dieses Orchester beginnt also immer mehr als Resonanzkörper für die Geige zu funktionieren. Je komplexer etwas gestaltet ist, desto archaischer kann man es hören. Also ein Gewitter, das kann ja was Schönes sein. Dann fragt man sich ja auch nicht, wie entsteht jetzt dieser Blitz? Das ist elektrostatische Entladung, da gibt es verschiedene Luftschichten, unterschiedliche Temperaturen und Feuchtigkeitsgrade, sondern man lässt einfach das wirken, was wirklich auf einen zukommt. Und genauso können Sie es mit der neuen Musik machen. Man kann einfach hören, wo verdichtet sich etwas, wo wird etwas dunkel, wo geht es langsam in rhythmische Strukturen hinein, wo es vielleicht dann nicht mehr um die Melodik geht, sondern um ein Pochen. Wo gibt es einen Kampf zwischen Solo und Tutti? Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Stimmungen und Szenarien, die sich allerdings, da ich ein relativ ungeduldiger Hörer bin, zum Teil relativ schnell aufeinander folgen. Das Publikum ist immer völlig begeistert davon. Und das ist eine Qualität, die Dieter hat, finde ich, dass er das Publikum begeistern kann, ohne anbiedernd oder billig zu sein. Ich habe so oft die Reaktion gehört, auch von Leuten, die das Stück gehört haben, Jahre später, ja, das war ein tolles Stück. Von wie vielen Stücken kann man das sagen, der Moderne, dass man sich daran erinnert und sagt, das war toll, daran erinnere ich mich gerne und ich weiß noch, was da los war. Applaus